Hallo und herzlich willkommen zu Belletristik fürs Volk. Mein Name ist Max. Heute habe ich euch ein Buch mitgebracht, auf das Niccolo Machiavelli sehr stolz wäre. Und zwar geht es um The 48 Laws of Power, auf Deutsch die 48 Gesetze der Macht von Robert Greene. So, der Titel spricht schon mehr oder weniger für sich. Es geht also um Macht. Was macht Macht aus? Ja, gutes Wortspiel, nicht beabsichtigt. Wie erhält man seine Macht? Ja, und das sind ja auch genau die Themen, mit denen sich im Grunde Niccolo Machiavelli auseinandergesetzt hat. Und Robert Greene hat das Ganze jetzt in ein etwas neues Gewand verpackt und sich eben auch etwas aktuellere Fälle angeschaut, wenn es um Machterhalt und um Machtergreifung geht. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich zuallererst, okay, warum sollte man so ein Buch lesen? Möchte ich der nächste Weltherrscher werden? Nein, das möchte ich nicht. Aber ich habe so ein bisschen für mich überlegt und auch für mein eigenes Schreiben, was sind denn die Bücher, die mir sehr gut gefallen oder was mag ich an vielen Büchern, die ich lese? Und ein Aspekt war da vor allem dieser Kampf um Macht, Machterhalt, Leute, die irgendwie aufstreben. Das sind zum Beispiel Gründe, warum ich sehr gerne historische Romane lese. Ja, weil da sehen wir sehr oft, wie, weiß ich nicht, ein Thronanwärter Anhänger um sich schart, um sich eben eine Krone zu bemächtigen und sowas. Und so etwas lese ich einfach sehr gerne. Und dann dachte ich mir, okay, ich unterfüttere das Ganze mal eben mit so einer Lektüre. Ich würde das jetzt nicht wirklich Sachbuch nennen. Aber ja, es ist so ein bisschen, also Robert Greene hat sich eben einfach, hat in die Historie geguckt und geschaut, wie funktioniert Macht eigentlich, was sind die Grundpfeiler von Macht. Er hat das dann so ein bisschen seziert und in 48 Gesetze verpackt, die er eben in diesem Buch hier einmal etwas näher erklärt. Und das Ganze ist sehr unterhaltsam geschrieben, denn er verwendet sehr viele historische Beispiele. Zum Beispiel Julius Caesar ist dabei natürlich Napoleon. Napoleons Berater wird sehr oft erwähnt, dessen Name mir jetzt leider entfallen ist. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Oder zum Beispiel auch ins historische China wird sehr viel geschaut. Also diese Kämpfe um den Kaiserthron in China, da wurde auch sehr viel mit Intrigen gearbeitet, mit Tricks und was da alles passiert ist. Oder auch Winston Churchill, also jeder Mensch, der irgendwie ja, unter besonderen Umständen an die Macht gekommen ist und diese Macht lange erhalten konnte, taucht irgendwie in diesem Buch auf im Rahmen dieser 48 Gesetze. Wie ist das Ganze aufgebaut? Das Buch arbeitet sehr viel mit Anekdoten über, wie gesagt, diese historischen Figuren. Und dann nach der Anekdote wird das Gesetz dann nochmal erklärt. Also Robert Greene geht dann hin und schlüsselt nochmal auf, okay, wie war das jetzt genau? Wie hat er das eigentlich gemacht? Was sind so ein bisschen die psychologischen Hintergründe? Und an sich ist die Struktur eine ganz gute Idee, aber irgendwann ja, fehlt dann ein bisschen die Abwechslung, muss ich zugeben. Es sind 48 Gesetze und 48 Mal macht er es eben so. Anekdote, Erklärung. Und das hätte ich mir vielleicht ein bisschen anders gewünscht. Also vielleicht mal nur mit Anekdoten arbeiten, die irgendwie für sich selber sprechen, bei weniger komplizierten Gesetzen. Dann vielleicht wieder mal mehr erklären, ein bisschen mehr in die Soziologie, ein bisschen mehr in die Psychologie gehen. Das macht Robert Greene ja eher nicht. Also er bedient sich immer dieser festen Struktur, erst Anekdoten und dann eben die Erklärung. Also da, ja, kleiner Kritikpunkt an der Struktur. Kommen wir nun zu den Gesetzen an sich. Also hier muss ich einmal ganz klar sagen, dass ich dieses Buch als Ratgeber nicht empfehlen kann. Denn wenn man den Gesetzen uneingeschränkt folgt, dann wird man, glaube ich, sehr schnell ja ganz alleine dastehen, weil viele dieser Gesetze sind etwas zweifelhaft und ich weiß nicht genau, ob man die wirklich im Alltag anwenden sollte. Zum Beispiel das allererste Gesetz ist direkt Never outshine your master, also übertreffe niemals deinen Vorgesetzten. Und ja, das ist so ein bisschen so eine Sache, ne? Also natürlich, ich glaube, zum Beispiel im Büroalltag ist das nicht immer gut, wenn man seine Vorgesetzten übertrifft, aber man muss ja irgendwie auch zu seiner eigenen Meinung stehen und da muss man so ein bisschen abwägen, was ist mir jetzt wichtiger? Also verstelle ich mich jetzt oder versuche ich in der Bürohierarchie aufzusteigen und wende eben dieses Gesetz an? Ja, aber das ist nur eins von mehreren zweifelhaften Gesetzen. Da wäre zum Beispiel auch Crush your enemy totally, also vernichte deinen Feind komplett. Ja, das ist auch so eine Sache. Im antiken Griechenland hat das vielleicht Sinn gemacht, aber ob das im Büroalltag oder weiß ich nicht sonst wo an der Uni so viel Sinn macht, weiß ich auch nicht.
oder create an atmosphere of terror. Das wurde ein bisschen anders formuliert, aber ungefähr so war das Gesetz, ist auch so eine Sache. Ja, wenn ich jetzt schon Vorgesetzter bin und ich erschaffe so eine Sphäre der Angst, weiß ich auch nicht, ob das so gut ist für die anderen Mitarbeiter. Also klar, vielleicht stellt da niemand die eigene Macht in Frage, aber so richtig profitieren tut man dann insgesamt doch nicht davon. Also wie gesagt, es ist sehr unterhaltsam zu lesen, aber die allermeisten dieser Gesetze würde ich nicht für den Alltag empfehlen. Es gibt trotzdem ein paar, die man sich zu Herzen nehmen kann, die, glaube ich, ganz gut für jeden sind. Zum Beispiel always plan to the end, ne? Also plane immer alles bis zum Ende durch. Das ist, glaube ich, in vielen Situationen nicht so schlecht. Ja, wenn man jetzt seine eigene Karriere einmal von vorne bis hinten durchplant, das schadet niemanden und man selber profitiert einfach nur davon. Oder auch impressed through your actions and not through your arguments. Also, dass man eben Taten für sich sprechen lässt und nicht quasi sagt, warum man etwas gut kann, sondern das zeigt. Ja, das ist auch ein Gesetz, was niemandem schadet und wo man, glaube ich, selber sehr profitiert. Also, ja, so zwei Drittel, muss ich leider sagen, der Gesetze sind für den Alltag nicht ganz so geeignet. Aber ja, das letzte Drittel sehr wohl. Und das kann durchaus auch Anwendung finden in jedermanns Leben. Aber alles in allem muss ich sagen, von einer Unterhaltungsperspektive ein sehr gutes Buch. Es gibt kleine Abzüge für die Struktur, aber gerade wenn ihr auch wenn ihr an dieser Thematik interessiert seid, Machterhalt und so ein bisschen wissen wollt, okay, wie haben denn Persönlichkeiten im Laufe der Geschichte das gemacht, wie sind sie eben an Macht gekommen? Schon wieder zweimal Macht gesagt, sorry. Dann ist dieses Buch auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn ihr aber nach einem Ratgeber sucht, wie ihr zum Beispiel die Karriereleiter erklimmen wollt, dann kann ich dieses Buch nur sehr eingeschränkt empfehlen, weil viele Gesetze sehr zweifelhaft sind, wenn es um den Alltagsgebrauch geht. Ja, aber das war schon wieder mit Belletristik fürs Volk. Heute mal ein Buch, was so ein bisschen in die Richtung Sachbuch-Ratgeber geht, also kein Roman. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.